Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Mein Name ist Alex Fenris, das ist wie immer mein berühmt-berüchtigter orangener Tisch. Er sollte bald ein eigenes Hashtag bekommen oder zumindest eine neue Decke, je nachdem. So, bevor ich loslege, lasst mich euch eines sagen. Betrachtet dieses Unpacking sehr, sehr vorsichtig. Ich meine, ich bin praktisch mit Blizzard-Spielen aufgewachsen. Wenn ich jetzt irgendwo in meinen ganzen Sachen im Schrank kramen würde, würde ich wahrscheinlich sogar noch die Original-CD von dem ersten Diablo finden. Stellvertretend für Diablo 2 und die Erweiterung Reaper of Destruction stelle ich einfach mal diesen Schädel mit dem Seelenstein hier hin. Wisst ihr das schon mal? Stellvertretend für StarCraft 1 und StarCraft Brood War durch diesen Stick hierbei, auf den beide Spiele gespeichert sind, der damals bei StarCraft 2 Wings of Liberty dabei lag. Mit anderen Worten, StarCraft und Diablo 2 und Lord of Destruction bin ich quasi mit groß geworden. Später kam irgendwann noch Warcraft 3 dazu. Es kam, wie es kommen musste. StarCraft 2 Wings of Liberty. Die Erweiterung Heart of the Swarm. Diablo 3. Natürlich Diablo 3 Reaper of Souls. Also, falls ich in dem ganzen Unpacking, was jetzt folgt, ein kleines bisschen den Fanboy raushängen lasse, bitte nehmt es mir nicht übel. Weil von dem, was Blizzard Entertainment immer an Collectors Edition abgeliefert hat, auch gerade bei StarCraft. Man schaut sich hier mal die Wings of Liberty Collector's Edition an, zumindest von außen den Karton. Die einzelnen Bestandteile sind schon längst in entsprechenden Regalen gewandert, sprich Soundtrack und Behind-the-Scenes DVDs und Artbooks etc. Dasselbe hat sich natürlich bei Heart of the Swarm auch so nahtlos fortgesetzt. Und ich darf mit großer Freude verkünden, dass einen Tag vor dem Release mir StarCraft 2 Legacy of the Void in der Collectors Edition endlich in die Hände gefallen ist. Und mit diesem Teil wird quasi die StarCraft 2 Trilogie, die damals mit Wings of Liberty ihren Anfang genommen hat, ihr vorläufiges Ende finden. Ich sage bewusst vorläufig, weil dieses Jahr auf der aktuellen BlizzCon Blizzard angekündigt hat, StarCraft 2 tatsächlich storymäßig noch weiter zu erweitern per Download-Inhalte, spezielle Missionen. Das heißt, selbst wenn quasi die Hauptstory mit StarCraft 2 vorbei sein sollte, alle drei Kampagnen wurden erzählt. In StarCraft 2 Wings of Liberty die Terraner-Kampagne, in StarCraft 2 Heart of the Swarm die Zerg-Kampagne und jetzt mit Legacy of the Void kommen endlich die Protoss an die Reihe. So, das ist wie gesagt die deutsche Collector's Edition von Legacy of the Void und wir werden sie jetzt mit sehr, sehr viel Liebe auseinandernehmen. Ich bin schon froh, dass genau wie bei den Editionen vorher das USK-Logo nicht auf die Packung draufgeklebt ist. Ich erinnere mich da an ein sehr unschönes Unpacking bei der Reaper of Souls Collectors Edition. So. Da haben wir das glänzende Stück Pappe. Auf der Rückseite ist schon mal aufgelistet, was alles drin ist. Wir können das ja schon mal kurz im Großen und Ganzen durchgehen. Wir haben einmal das PC-Spiel, beziehungsweise auch für Mac. Eine Behind-the-Scenes-DVD-Blu-ray, ein Zwei-Disc-Set. Also Rückblicke, Geschichte von StarCraft, einzelne Analyse einzelner Szenen, Intro-Sequenz, Interviews mit Mitgliedern der Community und so weiter und so fort. Also für Fans auf jeden Fall ein Blick wert. Genau wie die letzten beiden Collector's Edition zu StarCraft 2 beinhaltet auch diese einen Soundtrack. Dürfte hauptsächlich der Soundtrack der Kampagne sein, einzelne Stücke aus dem Multiplayer. Interessant, kein Artbook jetzt im eigentlichen Sinne, aber es nennt sich das StarCraft Feldhandbuch.
174 Seiten, enthält Originalzeichen, hilfreich Statistiken, Hintergrundinformationen und andere interessante Fakten über die Kampfeinheiten und Technologien der drei Spezies. Das Ding ist auf Deutsch, genauso wie der Rest des Spiels, wobei den ganzen Blizzard-Service sei Dank, wenn ihr den Code auf euer Battle.net-Konto registriert, steht es euch frei, das Spiel natürlich auch in einer anderen Sprache herunterzuladen. Ist ein schöner Service, also Daumen hoch an Blizzard. So, gibt es noch Spieleinhalte für andere Spiele. Es werden einmal hier für StarCraft 2 die Richter-Skins und Porträts für euer Profil. Dann bekommt ihr ein Archon-Haustier für World of Warcraft. Das einzige Spiel, lustigerweise, aus dem Blizzard-Universum, mit dem ich nie was anfangen konnte. Keine Ahnung, irgendwie hat mich das immer zu sehr abgeschreckt. Gut, wie gesagt, den Archon könnt ihr euch als Haustier holen. Für Diablo 3 bekommt ihr einen Sondengefährten, hier Gefährte quasi als Pet, der macht nichts, aber der sieht einfach nur witzig aus. Und einen Transmogrify-Set für Rüstung Protoss. Das heißt, ihr könnt euch Rüstungs-Items so transmogrifyen, dass sie aussehen wie die von dem Protoss hier auf dem Bild, dessen Name mir jetzt... Artanis war das, genau, Artanis, sorry. Dass sie genauso aussehen wie Artanis. Gut. Für Hearthstone gibt es einen schönen Protoss-Kartenrücken und für Heroes of the Storm gibt es einen Mount, und zwar diesen Void-Glider oder wie auch immer auf Englisch heißt, Marke leeren Gleiter. Ist ja Bescheid. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. So, without further ado, let's open this box. Also ist auf jeden Fall wie gehabt, die beklebte Pappe. Sehr schön beklebte Pappe, muss ich sagen. Sie reflektiert sehr viel Licht. Wenn ihr also eine geeignete Sonne vor eurem Haus haben solltet und ihr fühlt euch irgendwie im Lage, im Stande oder so, euren Gegenüber zu blenden, dann könnt ihr das mit dieser Packung tun. Sie reflektiert sehr gut Licht, wie ich hier an dieser Kamera sehr eindrucksvoll demonstriere. Ich bringe gerade die Autohelligkeit-Funktion meiner Kamera ein bisschen zum Schwitzen. Tut mir leid, Kamera. Sorry, Kamera. So, wie immer schön von oben zu öffnen. Ja, Spiel-DVD. Auf der Rückseite das Emblem der Protoss. Hält sich das thematisch gleich mit den anderen? Ja, holen wir hier mal die Spiel-DVD zu Heart of the Swarm. Diese ziert auf der Rückseite das Emblem der Zerg. Der Zerg! Ich mag das Wort Zerg. Und bei Wings of Liberty auf der Rückseite natürlich das Emblem der Terraner. Gut. Okay. Soweit so gut. Schauen wir mal rein. Ich glaube, es war Artanis. Ich könnte jetzt auch wieder alle Lores durcheinander bringen. Da ich nicht so sonderlich mit dem World of Warcraft Lore vertraut bin, kann es sein, dass ich da jetzt was durcheinander geworfen habe. Kann passieren. Falls ja, es tut mir leid. I am a noob. Bin zwar damit aufgewachsen, aber trotzdem irgendwie ein Noob. Passiert. Was haben wir hier? Okay. Gut. First things first. Wir haben eine Kurzanleitung und mehrere Promo-Codes, die ich jetzt hier aus Gründen nicht einblenden kann. Hier auf jeden Fall das Spiel auf DVD bzw. Installationsdisk. Eine Kurzanleitung, die ein paar Sachen beinhaltet, unter anderem hier Battle.net Account, bla etc. Nicht sonderlich wildes Standard. Was dabei ist, was ich jetzt mal versuche geschickt ins Bild zu halten, ist, es gibt kostenlose Kartenpakete für Hearthstone, die dabei sind, und zwar drei Codes. Drei Codes sind da drin. Der Haken gerade an diesen Hearthstone-Kartenpaketen-Codes sind, man kann auf seinem Battle.net-Account insgesamt 5 von diesen Codes registrieren. Danach ist Schicht im Schacht. Wisst ihr Bescheid. Was ist noch dabei an Gimmick-Promocode? Ein Promocode, da kann eine kostenlose, eine Probeversion von StarCraft 2 heruntergeladen. StarCraft 2 Wings of Liberty wohlgemerkt. Ich weiß nicht, steht das jetzt hier noch drauf, etc.? Was ist da eigentlich nicht weiter?
Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, das wurde jetzt auch so. Geht das jetzt? Geht das jetzt? Voraussetzung? Okay. Info an dieser Stelle nochmal: Das Spiel. Es ist zwar die Erweiterung, wenn man so will. Expansion. Genauso wie hier Heart of the Swarm. Aber Heart of the Swarm braucht Wings of Liberty. Soweit verstanden? Ihr braucht Wings of Liberty, um Heart of the Swarm zu spielen. Legacy of the Void funktioniert als Standalone. Das heißt, ihr braucht weder Wings of Liberty noch die Erweiterung Heart of the Swarm, um das zu spielen. Was gut ist. Vorausgesetzt für die Leute, die jetzt auch nur auf den Multiplayer scharf sein sollten. Apropos Multiplayer. Natürlich ist hier auch eine Probeversion von World of Warcraft. Keine Ahnung. Es müsste schon verdammt viel passieren, bis ich mich mal hinreißen lassen würde, mal World of Warcraft zu spielen. Aber ich lasse mich gerne durch Argumente überreden. Also wenn irgendjemandem ein sehr gutes Argument einfällt, Bestechung in irgendeiner Art und Weise, Naturalien, irgendwas, keine Ahnung, dann sagt mir Bescheid und vielleicht tue ich es sogar. Die Chancen sind gering, aber wenn das Angebot gut genug ist, wisst ihr, dann könnte da was bei rumkommen. So, Soundtrack, ja, Soundtrack-CD. Wir haben 21 Tracks, Gesamtlaufzeit von, ich habe jetzt keinen Bock, das alles zusammenzurechnen. Steht das drauf? Gesamtlaufzeit, Soundtrack, nein, da steht nur 21 Musikstücke. Aber, na Leute, wir kennen Blizzard. Wir kennen Blizzards Liebe zu Detail und toller Soundtrack-Musik. Wer auch nur einmal in den Soundtrack zum Beispiel bei der Diablo-Reihe reingehört hat, weiß, wovon ich rede. Einfach verdammt geile Spielemusik. They know their shit. So, über den Soundtrack hier ein kleines, ich sag mal, Vorwort von Jason Hayes. Ergründen Sie in diesem facettenreichen Soundtrack die geheimnisvolle Welt der Protoss. Sanfte Hafen- und Holzbläserklänge vermitteln auf. Damit hier wird so ein kleines bisschen der Soundtrack noch erklärt. Da ist hier irgendwie noch so ein Booklet drin. Ja. Irgendwie. Das ist interessant. Okay, hier ist noch so ein kleines Booklet drin. Sieht interessant aus. Komponisten: Jason Hayes, Mike Patti, Neil Acri, Glenn Stafford. Beteiligte Musiker. Besonderer Dank an und so weiter und so fort. Ah, so. Wunderbar. Sehr schön. Soundtrack nochmal auf Audio-CD. Ich glaube, der seltsamste Soundtrack, der mir mal untergekommen ist, war, glaube ich, bei irgendeiner Ausgabe von Dark Souls oder so, da war der Soundtrack tatsächlich als MP3-Datei in offener CD-ROM abgelegt. Hatte ich so auch noch nicht. Interessant. So viel kann ich sagen. So, hier haben wir wieder einen Blick hinter die Kulissen. StarCraft Legacy of the Void, 2 Disc-Set, DVD und Blu-ray. Dürften wahrscheinlich auch wie die beiden Vorgänger auch region free sein, soll heißen, ihr könnt sie auf jedem Gerät tatsächlich abspielen. Haben wir die DVD, haben wir die Blu-ray, kein Booklet, aber ja. Der Inhalt hält sich sehr übersichtlich, wohlgemerkt, ne? Der Inhalt hält sich sehr übersichtlich. So, jetzt kommen wir mal zum Feldhandbuch, das ist auch gleichzeitig das letzte. Weiter in der Kiste ist hier tatsächlich nichts mehr drin. Schließen wir die Büchse der Pandora mal wieder. Ja. Zum Dreck. So. Ja. Etwa im selben Format wie die Artbooks aus bisherigen Collectors Editions von Blizzard spielen, aber doch vom Inhalt her ganz anders konzipiert.
Falls ihr schon mal fragen solltet, wo die ganzen Collectors Edition Extras sind, die sind quasi über den einen Battle.net Key verknüpft, mit dem ihr das Spiel auf eurem Battle.net Account freischaltet. Insofern, da ist nichts verloren gegangen. So, was haben wir hier? Schöner Hardcover-Einband, matt mit stellenweise glänzenden Elementen. Glänzend hervorstechenden Elementen. Feldhandbuch, Marinekorps der Liga, Kampfvorschriften, okay, also auch so ein bisschen ans Ingame-Lore gehalten. Also so matt glänzend irgendwie so. Ein sehr interessanter Papiertyp. Aber sehr hochwertig. So, hier. In Gemlor, seien Sie kurz oder das Beste in der Terranischen Liga, blablabla. Wir waren Idealisten durchgestrichen, Resource-Freaks. Durch unsere Vision von einer neuen terranischen Gesellschaft, die frei von Joch der Konföderation und frei von der Korruption der alten Familie, durchgestrichen, ersetzt durch Neuralimplantate. Geeint durch unsere Neuralimplantate. Okay, hier hatte wohl jemand ein bisschen was zu ergänzen gehabt. Kapitel, Terraner, Marodeur, Feuerfresser, hier sind sie alle aufgezählt. Space Marine, sehr schön. Kann man gleichsetzen mit einem Artbook, auch wenn es irgendwie schade ist, dass bei den vorangegangenen Special Editions das Artbook, ich sag mal, doch einen sehr zentralen Stellenwert eingenommen hat, gerade auch thematisch zu der Kampagne der Terraner und der Zerg. Das ist jetzt kein, ich sag mal, reines, rein auf Protoss fixiertes Artbook gibt. Das finde ich persönlich schon ein kleines bisschen schade. Aber sehr schön. Alle Sachen hier aufgezählt. Beschreibung. Brutstätte. Rolle. Basisgebäude einer Kolonie. Größe. Extrem schwer. Ja. Yep. Das ist auch sehr praktisch. Für diejenigen, die noch ein bisschen lernen müssen. Königin, sehr effektiv gegen Hellion, Mutalisk, Phasengleiter, ineffektiv gegen Space Marine, Zergling, Berserker. Also schön, so einige Stärken und Schwächen aufgelistet. Overlords. Da haben wir sie alle. Da haben wir sie alle. Protoss. Sehr, sehr schön. Der letzte Teil ist als klassifiziert gekennt. What the hell? Gut. Wollen wir hier mal nicht zu viel spoilern. Ergänzender taktischer Kodex. Es ist auf jeden Fall gut. Ersetzt für mich jetzt nicht ganz das Artbook, was ich eigentlich erwartet hätte. Aber im Gegensatz zu den Artbooks kann man das hier nämlich noch außerhalb kaufen. Jetzt weiß ich nicht, was besser gewesen wäre. Ein Artbook noch dazu. Oder gibt es noch ein eigenes Artbook zu Legacy of the Void? Ah, okay, hier haben wir die Artworks zu... Oh, Void, eine besondere Nachricht zur Sammlerausgabe. StarCraft 2 Legacy of the Void. Das StarCraft 2 Entwicklungsteam und ganz Blizzard sagen Danke. Was für ein Trip, seit mehr als 15 Jahren habt ihr und Millionen andere wie ihr, Fans, Spieler und Wettkämpfer, uns auf dieser Achterbahnfahrt durch den Corpulo-Sektor begleitet. Gemeinsam haben wir Unglaubliches gesehen, Welten, die aufstiegen und untergingen, ikonische Charaktere, die überlebten oder starben, die Geburt von Ligaspielen und eine Generation unglaublich talentierter Wettkämpfer, die ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht haben. Also auch eine sehr schöne Verneigung vor der E-Sport-Szene, die mit StarCraft 2 auch groß geworden ist. Ohne euch, die Fans, wäre nichts davon möglich gewesen, darum wollten wir euch in dieser Sammelausgabe des StarCraft 2 Feldhandbuchs etwas ganz Besonderes bieten. Auf den nächsten Seiten könnt ihr euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie viel Aufwand in den Entwurf der Einheiten, Charaktere und Maps von Legacy of the Void geflossen ist.
Mit diesem Spiel ist die Geschichte von StarCraft 2 in ihrem Ende angelangt, aber ihr könnt euch sicher sein, die letzte Schlacht im Kokolo-Sektor ist noch nicht geschlagen. Einmal mehr sagen wir Danke. Unterzeichnet Team 1 Blizzard. Okay, das hier gibt es so wahrscheinlich auch nicht in der separat erhältlichen Version des Feldanbruchs. Hier ist tatsächlich der Artbook-Teil. Nochmal mit einer sehr schönen Widmung von Blizzard an die Fans. Okay. Entschädigt auf jeden Fall. Was ist das? Hidden Extra. Es ist gefaltet. Bin kein großer Fan von gefalteten Postern. Oh. Ein Blueprint. Und zwar das Blueprint zum Protoss Mutterschiff. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wunderbar. Damit ist dieses Unpacking tatsächlich an ihrem Ende angelangt. Und ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr hier gesehen habt. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Das war's von mir an dieser Stelle mit der Collector's Edition von StarCraft 2 Legacy of the Void. Mein Name ist Alex T. Fenris vom YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!